Ja, vielen Dank für den schnell bewerkstelligten fliegenden Wechsel, für die Flexibilität aller, die durch diese kurzfristige Programmumstellung jetzt betroffen waren, in Druck geraten sind. Aber ich hoffe, denke, es ist in unser aller gemeinsamen Interesse. Ich darf begrüßen auf dem Podium, ich fange an mit den neu hinzugereisten Gästen, Katharina Deniche. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sie ist Belgierin und sie ist von der Vertretung der EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel. Wir haben ja im Verlauf der Konferenz schon zweimal etwas gehört dazu, was nun innerhalb der EU, durch die EU auf den verschiedenen Ebenen passiert oder nicht passiert. Zur Umsetzung von 1325 erinnere an den Bericht von Katharina Leinonen aus Helsinki von der Menschenrechtsabteilung des Europäischen Rates von Donnerstagabend und an das, was Barbara Lochbieler, Abgeordnete der Grünen im Parlament, gestern Abend erzählt hat. Und da gab es ja doch, wenn ich richtig zugehört habe, einige Diskrepanzen. Und ich jedenfalls erhoffe mir und Sie vielleicht auch, dass wir hier ein bisschen Aufklärung kriegen und vielleicht eine Klärung des einen oder anderen Widerspruches auch durch Katharina Deniche. Zu meiner Linken sitzt Kerstin Müller. Sie ist ja wohl allen hier bekannt, außenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Und ich denke, Frau Müller, auf Sie und dann auch auf Petra Bless, die ja von uns vorgestellt ist, und zu meiner Rechten natürlich Barbara Unmüßig, kommt vor allem die Aufgabe zu, diese Abschlussrunde möglichst konkret zu sagen, was denn nun von der Bundesregierung und auch von der EU-Ebene konkret erwartet wird. Und das auch, hoffe ich jedenfalls, mit klaren Zahlen und Fristen und Fakten zu benennen, zumal wir ja leider niemanden aus der Bundesregierung hier haben. Das ist die erste Absage. Cornelia Pieper, die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, war eingeladen, hat nicht zusagen können. Das AA hat sich aber auch nicht in der Lage gesehen, jemanden anderes zu dieser Diskussion zu schicken. Es gibt allerdings eine E-Mail von gestern Abend an die Veranstalter von einem Mitglied des AA, das am Donnerstagabend hier war. Und der schreibt in der E-Mail, wenn ich das vorlesen darf, zu der Gleichung, wer einen Aktionsplan hat, setzt damit 1325 um, wer aber keinen hat, schaut tatenlos zu, aus ihrem gestrigen Film, also von Donnerstagabend. Da müssen wir uns noch mal zu unterhalten. Es wäre natürlich gut gewesen, wenn er oder jemand anders aus MAA heute hier diese Unterhaltung mit uns führen würde. Dann gibt es eine zweite Absage. Laurie Moore von der NATO in Brüssel hat abgesagt, nicht nur sie hat abgesagt, sondern nach monatelangen Verhandlungen, in denen die NATO durchaus eine Teilnahme zugesagt habe, kam am Mittwoch ein kurzes Mail mit der Mitteilung, dass leider all die vielen Menschen, die zu diesem Thema durchaus Experten und Expertinnen sind, so steht es in der Mail, und sprechfähig sind, nicht kommen können, weil sie an diesem Wochenende den NATO-Gipfel vom 19. November in Lissabon vorbereiten müssen. Muss man verstehen, dieser NATO-Gipfel ist erst im Juli letzten Jahres beschlossen und angesetzt worden, also war nicht viel Zeit. So, aber wir haben das Glück zu wissen, was Laurie Moore oder wer immer von der NATO uns hier gesagt hätte, denn heute Nacht ist uns zugegangen, das, was der höchste Boss der NATO zu diesem Thema sagt, und zwar sehr öffentlich, sagt Herr Ganser, und auch den Eindruck erweckt, dass innerhalb der NATO zu dieser Frage sehr, sehr intensiv auch unter Soldaten nicht nur gesprochen, sondern auch beschlossen worden ist. Und da das so klar und konkret ist, werde ich das hier kurz vortragen in die Rolle von Rasmussen schlüpfen, damit dann auch alle anderen am Podium und nachher auch im Plenum dazu sich verhalten können. Nein, brauche ich nicht, in dem Fall nicht. Also, the commitment of nations, und ich mache das auf Englisch, damit die Übersetzerinnen das leichter haben, das zu übersetzen, das liegt Ihnen nämlich vor. The commitment of nations around the world is critical to the implementation of UN Security Resolution 1325, but the commitment of international organizations such as NATO is vital too. We are here because we face a global fundamental challenge. Here means in Afghanistan. Armed conflict and post-conflict lawlessness hit women and children hardest.
They lose access to healthcare, education and economic opportunities. They are the biggest proportion of refugees and internally displaced persons, and they are increasingly subject to sexual violence by combatants and armed elements, sometimes as a direct weapon of war. But women are not just victims of conflict, they must also be part of the solution. If women are not active participants in peace building and reconciliation, the views, needs, and interests of half of the population in a conflict area are not properly represented. That is simply wrong. It can also undermine peace. We, NATO, have produced our own directive for guiding the implementation of Security Council 1325 through NATO's military structure. The directive is founded upon the three P's: prevention, protection, and participation. We want to prevent armed conflict from having a disproportionate impact on women and children. We want to protect women and children, and we want women to participate in all aspects of operations and at all levels of command. What does that mean concrete? First, we are mainstreaming gender-related education and training, especially for those forces that are about to be deployed on operations. This is aimed in particular at developing a better awareness and understanding of the culture, role, and influence of women in local communities and how their security concerns can be different from those of the men in those communities. This means that not just our senior leadership, but also more and more of our operational forces are educated on gender issues, and we are beginning to see the benefits of this awareness and understanding where it matters, in the communities where our soldiers are deployed. Second, in Afghanistan, for example, in our ISAF headquarters, gender advisors ensure that commanders at all levels take women's perspectives into account when they formulate their operational strategies. Third, many of our provincial reconstruction teams across the country also employ gender experts. These experts open additional lines of communications to local communities which are not open to male soldiers. They help to build trust and confidence in ISAF, and they alert commanders to the specific needs of women in local communities, including for basic services and health and education. Fourth, in addition to specific gender advisors, ISAF nations are deploying an increasing number of female soldiers in Afghanistan, and they make a real difference. In most countries, women don't want to be searched at checkpoints by men. In some cultures, it is unacceptable. Female soldiers can conduct searches without causing offense, which enhances our own security in a way that fits with the culture. That's in everyone's benefit. Fifth, female military medical staff run clinics where local women are happy to go and be treated. And with the increased access that female soldiers are able to gain to local women, we can promote the mutual trust that is essentially in countering an insurgency. Not least because of the influential role that women play in their families and their communities. Sixth, female personnel deployed in Afghanistan have also played a key role in encouraging Afghan women to join the country's security force. The first 29 Afghan women officers graduated last month, that is September. Seventh, and several female Afghan instructors are now fully engaged in this effort, including General Katul Mohammadassi, the country's first ever female paratrooper. Anyone who knows anything about Afghanistan realizes what an historic step that is. It is a real indication of the change for the better we are seeing in Afghanistan. Our eighth, next page translators. The percentage of female military personnel in NATO's nations' armed forces varies between 3% and 18%. I firmly believe these figures are too low and that far too often we focus on more traditional types of military capability and we overlook the tremendous force multiplier effect of employing women in our armed forces. Ninth, I believe allies in general should increase their effort to recruit, retain, and deploy female military personnel. Denmark is an example. Through targeted recruitment and retention offers,
Denmark has increased the number of women in the armed forces by 20% over the last year. And the number of female soldiers deployed to the Helmand province in Afghanistan has increased from 14 in 2006 to 68 in 2010. While the numbers are still small, the trend is positive. Tense. Another possibility is to establish distinct female units within the military. An example is the United States. The US Marine Corps has established a female engagement team. They operate in the south of Afghanistan and they undertake a remarkable work. 11th, Resolution 1325 also makes it clear that supporting the fullest possible role for women in political life, including in peace resolution, is essential. I fully agree. And we are acting on it. For example, NATO has already trained Afghan female members of parliament in negotiating, drafting, and media skills. I see scope for building on this success with other civilian agencies and NGOs. 12th, but it goes beyond that. And now comes a point we have discussed yesterday. As many of you know, the Afghan government is trying hard to engage with those Taliban who are willing to stop fighting. My position and the position of all the allies is very clear. We will never support any political deal that sacrifices the rights that Afghan women now have enshrined in the Constitution. Which is why it is a good sign that there are a number of women on the council set up to manage the reconciliation process. In a country as deeply conservative as Afghanistan, this is real progress. And last, in implementing Resolution 1325, NATO has already achieved a great deal. And this is especially visible in Afghanistan. I have visited the country many times since ISAF was established here, both as Prime Minister of Denmark and as NATO Secretary General, and the progress is unmistakably. Women's rights are now enshrined in the Constitution. There are more and more girls in schools, more women in Parliament, more women are setting up and running their businesses. More women are joining the country's police and security sectors, more women have access to healthcare. Women are also building networks and that play a key role in the development of governance and social and economic development. And all this shows in very concrete terms the progress in Afghanistan for women's rights. So much Secretary General Rasmussen of NATO yesterday in Copenhagen. And I think we could all go and have lunch because there is no need anymore for any activism. Kerstin Müller. Sie kennen die NATO auch, Sie betreiben Außenpolitik, Sicherheitspolitik für dieses Land, auch schon zu Zeiten, als die Grünen noch mit in der Regierung waren. Vielleicht eine Reaktion darauf aus Ihrer Kenntnis, aber dann zu der eigentlich an Sie gerichteten Frage natürlich auch deutsche Verantwortung, deutscher nationaler Aktionsplan. Was können die Grünen auch in der Opposition tun, um hier Fortschritte möglichst konkret zu bewirken? Naja gut. Ich würde sagen, da hat ihm einer eine schöne Pressemitteilung aufgeschrieben und da hat er jetzt halt... Die Henschel hat es geschrieben, das Skript, das darf ich jetzt mal sagen. Nein. Geht das? Ja, geht, weil ich das nicht so richtig höre. Also hat ihm einer eine schöne Pressemitteilung aufgeschrieben, wie man das eben so macht, dass man dann als Generalsekretär, als Chef so einer Organisation auch zum 10. Jahrestag etwas erklären muss. Aber sozusagen, viele sind hier, also ich selber habe mich gerade, was Afghanistan betrifft, die Situation der Frauen dort da auch intensiver mit befasst. Und natürlich gibt es Fortschritte, aber es gibt eben gerade in der letzten Zeit auch wieder viele Rückschritte. Und also um mal diese Geschichte nur zu kommentieren, an was ich nicht glaube, definitiv nicht glaube, ist diese Formel, die er auf den Lippen hat. Ich habe ihn auch bei der Sicherheitskonferenz in München darauf angesprochen, in der Diskussion, die war auch Holbrooke darauf angesprochen, in verschiedenen Foren die Möglichkeit gehabt, das zu diskutieren. Ich glaube nicht, ich sehe nicht, auch wenn man mit Karzai diskutiert, mit dem Außenminister, da war jetzt gerade noch mal hier, dass das tatsächlich ein Essential ist, dass sozusagen, wenn ein Agreement mit den Taliban oder gar Hekmatyar auf dem Tisch läge, es daran scheitern würde, dass das einen Rückschritt für die Frauen bedeuten würde. This is not gonna happen. Ja? This is not gonna happen. Dafür ist einfach sozusagen diese ganze Frauenfrage, ist ja gestern Abend wohl auch diskutiert worden, inwiefern die das ein Stück weit auch zur Legitimation von solchen Einsätzen
Es ist nicht der Grund gewesen, zu intervenieren in Afghanistan. Das ist absurd, sondern der Hintergrund war eben der Anschlag auf das World Trade Center. Und das war sozusagen eine Hilfsargumentation, die dann im Laufe der Entwicklung hinzukam. Das heißt nicht, dass nicht sehr viel auch gemacht wurde. Also gerade meines Erachtens, und ich kenne es ja auch aus eigener Anschauung, ich finde gerade im Bildungssektor gibt es enorme Fortschritte. Ja? Frauenorganisationen selber in Afghanistan sagen ja auch, wir sind ja einen großen Schritt vorangekommen, wir sind nicht bereit, dass das wieder auf dem Altar von solchen Verhandlungen geopfert wird. Ja? So, das war zu den Taliban-Zeiten alles nicht möglich. Da gab es keine Frauenorganisation, die sich in Afghanistan zu solchen Fragen äußern könnten. Aber dennoch, es ist ein Zeitthema. Und vielleicht letzte Anmerkung dazu, es hat wohl hier auch eine NATO-Tagung bei der Böll-Stiftung gegeben. Und da wurden die Teilnehmer gefragt, wie wichtig sei denn diese Umsetzung der 1325? Und da haben sie geantwortet, das ist nicht wichtig, das ist ein Nebenthema für uns. Es gibt auch viel wichtigere Fragen. Ja? Hier, Böll-Stiftung, ich glaube, es war sogar in diesem. Da glaube ich, wird sehr viel Power notwendig sein, um dieses Thema dabei zu behalten. So insgesamt auch in den NATO-Strukturen, auch nicht gut, dass sie nicht kommen. Es ist kein zentrales Thema auf der Agenda, auf keinen Fall. Ich würde generell sagen, also ich habe ja gleich nochmal persönlich wirklich intensiver begonnen, vorher schon, aber jetzt dann intensiver bekommen als Staatsministerin in der Zeit von 2002 bis 2005, sozusagen dieses Thema auch für die deutsche Außenpolitik zu besetzen. Als ich damit kam, haben sie mir so eine Praktikantin an die Hand gegeben. Es gab kein Referat, gibt es auch heute noch nicht. Es gab noch nicht mal einen Referenten oder eine Referentin in irgendeinem Referat des deutschen Außenministeriums, das sich mit der Umsetzung der 1325 befasst hat. Ja? Ich bin auch in New York gewesen, habe 2003 dort für die deutsche Bundesregierung sozusagen das genutzt, um da zu schauen, was machen wir, was muss gemacht werden und so weiter. Auch da, es wurde gelächelt, belächelt, ja, bei der deutschen ständigen Vertretung. Ah, die Müllerin wieder mit ihren Seitenthemen, Nebenthemen, ja. Und dass das Auswärtige Amt nicht hier ist, dass auch niemand gar Hochrangiges hier ist. Es ist inzwischen klarer, wir müssen da auch was machen. Aber es ist kein Hauptthema der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Ganz sicher noch nicht. Meine Forderung ist sozusagen auch seit dieser Zeit, jetzt erstmal, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Also ich teile sehr, was Sie eben, jetzt sind Sie hier Moderator, aber das will ich nochmal sagen, ich teile sehr, was Sie eben gesagt haben, in der Diskussion auch mal im Anschluss an die Visionen. Die Umsetzung aller Resolutionen, aber dieser natürlich auch insbesondere, liegt daran, wie stark die Mitglieder der UNO sie zu ihrer Sache machen und sie umsetzen und ihre Hausaufgaben machen. Und wenn man schaut, dass von 192 Staaten 19, ich habe die Zahl 19, bei Gitti habe ich gelesen 24, ja, einen nationalen Aktionsplan haben, ja, es gibt unterschiedliche Aussagen, dann ist das ein Witz. Und Deutschland hat immer noch keinen nationalen Aktionsplan. Damals Rot-Grün, haben wir das versucht, habe ich das versucht, ist es an der SPD gescheitert. Brauchen wir nicht sowas, weil wir haben ja schon den nationalen Aktionsplan zu Gewalt gegen Frauen und dann gibt es noch den zu Aktion, der Aktionsplan Krisenprävention, Klammer auf, auch das, ein grünes Baby. So, jetzt erstmals hat die SPD, wir haben wieder einen Antrag angebracht unter meiner Leitung in den Deutschen Bundestag. Es ist erstmals, dass auch die SPD darin die Forderung nach einem nationalen Aktionsplan erhebt. Das heißt, man kann hoffen, dass bei einem Regierungswechsel dann beim nächsten Mal wir dann einen nationalen Aktionsplan umsetzen werden. Ja? Die einzigen, die damals in der letzten Legislatur meinen Antrag unterstützt haben, das war die Linke, die eben auch diese Forderung hat. Also wir sind da auch in Deutschland, leider, obwohl wir Friends of the Resolution sind, hinken wir völlig hinterher. Es wird nicht erkannt, wie wichtig es ist, dass man eben so einen nationalen Aktionsplan hat, der diese drei Ps, ich habe in meinem Antrag vier Ps, weil ich habe noch die Preparation dabei, ja? Also wirklich systematisch von der Ausbildung der Zivilen, aber auch der Bundeswehr, bis in im Bereich der Politik der Krisenprävention, wo wir sozusagen systematisch klar machen, wie wir hier und innerhalb der Europäischen Union unsere Hausaufgaben machen und die Resolution 1325 umsetzen und ihr somit auch stärken helfen. Ein letzter Punkt, meine Forderung ist, wir sind jetzt wieder im Sicherheitsrat ab Januar.
So, und damals haben wir das gepusht, also ich als Staatsministerin, gemeinsam mit dem Frauensicherheitsrat, der sich gegründet hatte. Meines Erachtens meine Forderung ist, wenn Deutschland jetzt Mitglied im Sicherheitsrat ist, soll das eines der wichtigen Themen sein, dass es auf die Agenda nimmt. Ja? Umsetzung der 1325, und dazu würde eben auch ganz klar gehören, einen eigenen nationalen Aktionsplan. Darf ich nochmal nachfragen? Konkret, Sie haben beschrieben, wie sich die Positionen bei der SPD ein Stück weit positiv entwickelt haben. Wie erleben Sie denn zum Beispiel die hier eingeladene Staatsministerin? Ist die persönlich nicht davon überzeugt? Scheitert die an ihrem Boss da? Oder was ist da die Gemengelage? Also ich glaube, also mir ist Frau Pieper jetzt in dem Thema noch nicht untergekommen. Ich glaube schlichtweg, dass sie sich in diesem Thema nicht engagiert. Okay. So, das ist nicht, also jetzt in dieser Regierung ist dieses Thema nicht auf der Staatsminister, also auf der Vizeaußenministerebene, geschweige denn auf der Außenministerebene verankert. Und wie ich eben schon sagte, es gibt auch keinen Beauftragten dafür, es gibt auch keinen Unterbeauftragten dafür, Unterabteilungsleiter, es gibt auch nicht mal einen Referatsleiter dafür. Ja? Und das ist nicht angemessen, das ist falsch. Ja, wenn gerade Deutschland als eines der wichtigen Länder innerhalb der Europäischen Union, angeblich als eines der Länder, was eine der Stützen des UN-Systems ist, bei so einer zentralen Resolution nicht die eigenen Hausaufgaben macht, dann ist das auch ein ganz schlechtes Beispiel, sagen, in die Welt rein, in die internationale Politik. Rein. Also wie gesagt, wenn die Mitgliedschaft, daran sieht klar. Man, schon klar. Nicht, wir stärken die UNO nur, ja, wenn schon klar, wir selber. Aber mich interessiert ja der Weg, wie das nicht unwichtige Mitglied Deutschland in der UNO hier zu einer vernünftigen Position kommt, weil das würde ja vielleicht auch seinen Einfluss haben. Deswegen noch eine Nachfrage und dann gehen wir weiter zur EU und zu den konkreten Forderungen. Es hat eine ähnliche Konferenz wie die hiesige vor 3 Tagen in Stockholm statgefunden und die veranstaltenden 5 Frauenorganisationen haben die sehr konkreten Ergebnisse dieser Stockholmer Konferenz rübergemailt. Die kann man bei GT auch bekommen. Das sind einmal Forderungen gerichtet an die Ebene UNO, was die UNO tun müsste, aber eben dann auch logischerweise an die eigene nationale Regierung Schweden als EU-Mitglied. Und da ist zum Beispiel ganz klar die Forderung an erster Stelle drin, eine harte Quote von mindestens 40% Frauen auf allen Ebenen der Entscheidungen und der Ausführung von Sicherheitspolitik und Friedenspolitik im nationalen Rahmen und an die UNO dasselbe entsprechend auch. Ist das eine Forderung, die Sie unterstützen würden mit Blick auf Deutschland? Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Antrag ist es von vornherein drin gewesen, sowohl in der letzten Legislatur als auch in dieser Legislaturperiode. Was ich enorm auch wichtig finde, also ich habe ja im Schwerpunkt Nahost, Afrika und eben auch Afghanistan. Das ist eben sozusagen, was passiert sehr konkret, nicht? Jetzt gibt es in Afghanistan Beispiel eine Friedensjürger. Da gab es zwar 20%-Quote, aber die Frauen kamen nicht zu Wort. Nicht hier jetzt dafür zu sorgen, und das wäre auch Pflicht der deutschen Bundesregierung, auch das könnte ein nationaler Aktionsplan bewirken. Es wäre auch ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Frauen und Frauenorganisationen jetzt in den Friedensprozess, den sogenannten, die Reconciliation-Gespräche eingebunden werden. Und das sind sie nicht. Ja, oder zweites Beispiel, was jetzt sehr schockend war in den letzten Kongo, ja, also da MONUC ist da, eine der größten UNO-Missionen, die es gibt. Ja, ich bin sehr oft im Ostkongo gewesen, gute Kontakte, viele Kontakte, gerade zu den Frauenorganisationen da. Wie kann es sein, dass im Juli und August 240, dann bis zu 500 Frauen und Kinder systematisch vergewaltigt werden und die UNO ist 20 Kilometer entfernt? Ja, das da, und dann gibt es zwar, ja, da haben wir vielleicht, sagt der Stellvertretende des DPKO in New York, das ist irgendwie doch nicht so gut gelaufen, ja? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wieso wird das dann, es muss doch auf den Tisch bei der UNO auch. Und da, was macht Deutschland, ja? Was machen wir? Wieso wird sowas nicht dann zum Hauptthema gemacht, nicht? Louis spricht ja davon, konnte man jetzt lesen, nicht? Ja, die Resolution war ein Fehlschlag, aber es ist nicht mehr wie bedrucktes Papier. War ein Meilenstein, aber es ist nicht mehr wie bedrucktes Papier. Und heute müssen wir eigentlich resümieren, sie war ein Fehlschlag. Ich würde so weit nicht gehen, weil ich finde, es gibt auch Fortschritte. Aber wenn ich mir die konkreten Krisen angucke, bin ich sehr, sehr pessimistisch. Also sind wir noch ganz am Anfang, sie wirklich, wirklich zu implementieren, in der Außen- und Sicherheitspolitik als einen der wichtigen Pfeiler zu implementieren. Also mich juckt zwar in der Zunge, jetzt nochmal zu Kongo nachzufragen, das mache ich nachher, das wird nicht vergessen. Ich würde jetzt erstmal auf die EU-Ebene gehen. Frau Nisch, wir haben, wie gesagt, gestern etwas
konträre Darstellungen gehört. Und das, der Eindruck doch sehr stark, es gibt einen großen Widerspruch zwischen der Papierlage auf der EU-Ebene, also viele gute Texte, Beschlüsse, Absichten, und der Umsetzung, sowohl der strukturellen Umsetzung, der Zuständigkeiten, die es nicht gibt, der klaren, auch der Mittel und der Ressourcen. Wie sehen Sie das? Thank you. I'll speak in English. Sorry. Well, first of all, I represent Belgium, now currently president of the EU. So I'm not sure if I can speak for the whole EU. Well, for the moment we can. Okay, but you are the president right now, so therefore, okay. Well, the president happens to be Belgian also. And you're also the permanent president. And that helps. So just for a few things about Belgium and the Belgian president, Mr. Herman Van Rompuy, when he was appointed president, one of the journalists, she ran out and she was like, completely excited, whoa, you made it, you made it. And his first reaction was, actually, I'm a bit tired because our grandson slept in our room last night and he was really sick. So he was coughing the whole night. So I actually have to go home now because I'm really worried about my grandson. So it was so warm and he was really not interested in his whole political thing that he had the highest function in the EU, but he really wanted to go home to see his family. So that really helps just to set the tone. But indeed, there are still many gaps within the EU and implementation of 2025 on different levels. The whole problem is, and it's the same with NATO, it's a composition of states. So you have states that want to go fast, that want to go far, like Sweden, the Netherlands, and so on. And you have other states that are not interested at all, that don't have a, well, they don't see it as a priority. They think, oh, just don't bother me about these things. So it's really difficult already to set a minimum standard. So what we are trying to do now, being part of the Belgian presidency, is to develop standard elements for training for people who live on CSDP missions. CSDP is the Common Security and Defense Policy of the EU. So the European Union has now also 9 missions across the world, where there's military, there's civilians, there's police people, and some of them have had extensive training on gender. We all know who these countries are. Some of them, of course, had no training at all on gender. So what we try to do now is at least set a minimum standard by the end of the year. So that is mandatory. So all people who will leave on CSDP missions, military, police, or civilian, will have a training of at least 2 hours on gender. 2 hours is what we are trying to achieve. Two hours per day or per week or once? Well, actually, we're trying to work on different levels. Pre-deployment training of 2 hours, I'm sorry, but it's really difficult to convince countries like Romania, Cyprus, and so on to already have 2 hours of training. They don't have any training on anything else, for that matter. So they just send their people off to Georgia and DRC without even a context training or cultural training or whatsoever. So to already force them to have 2 hours training, it's the minimum we can achieve. But this is our strategy. We try to get a foot between the door. So if we ask too much instantly, we'll have nothing at all. So we start now by obtaining these two hours, and we're working already together with the Hungarian presidency to extend this. So also on child protection, human rights in general. So we hope that to have this at least by the end of the year. Actually, it is a commitment from Mrs. Ashton herself to have this by the end of the year. I know we're far from not there, but again, it's one brick in the whole structure. We also organized 3 events during the Belgian presidency in the run-up of the 10th anniversary on different levels. In Geneva, it was an expert level, like here. Nice, positive atmosphere and good vibe, but 90% women in the room. Then in Brussels, we had a high-level conference. And so we completely played on the fact that we're in Brussels, where the EU is headquartered and the NATO is headquartered. And the same as with you, we had to push everything out of the box to have someone from NATO to be there. And Mr. Rasmussen, again, could not make it, so he sent his highest military
in rank with the same pre-cooked speech similar to what you've read out there. Mm-hmm. And well, Mrs. Ashton herself was also there. And well, as we all know, it's not because you're a woman, you're gender sensitive. So at least she was forced to hear what people were saying. We had human rights activists from Iran, Afghanistan, Senegal, DRC, and so on. And also Mr. Alain Leroy was there, the head of the peacekeeping missions of the UN. So it was an interesting exchange. To hear what's really living on the ground. And so Mrs. Ashton is actually thinking, and it is on her list, I know, to appoint a special representative on 1325 once the External Action Service is in place. And we can also thank Mrs. Margaret Wallström for this, former commissioner. She's now a special representative to the Secretary General on sexual violence in armed conflict, because she's actually, as a former commissioner, she has good relations with Mrs. Ashton at the same level, so she can really push for that. And she already even has a person in mind that she wants to see in this position, because she knows this person will take the agenda forward. So we can really only hope that, again, by the end of the year, early next year, the EU will have a special representative on 1325. And of course, we hope that this person will have in its mandate to also push for funding. That I'm doing together with Mrs. Lennon, and you heard on Thursday, we're writing a report based on the EU indicators. So there are 17 EU indicators on women's participation, women's protection, how many ambassadors you have that are female, but how many funding do you provide, in which countries does that go into. On asylum as well, there is an indicator. And we had, from the 27 member states, we had only four countries that didn't reply. And guess who wasn't among the four that didn't reply? Tell us. It was Luxembourg, Latvia, Lithuania, and Germany. So this is really a big gap. But again, it's not because you reply that the answer is of such high quality, because we have also countries that, no, we don't have a national action plan, no, we don't have targets, no, we don't have any goals, no, we don't have a budget either, and no, we have like 3% women in our military, and we have like 2% women in our diplomacy, and no, we don't think that's a problem, and we don't think there should be anything to do about that. So what we hope, once this report is finished, and I hope it will be finished in the weeks to come, is that we can, based on these indicators and the results, that we now have a baseline, and that we will push for targets. And we will know we will push for targets, and maybe it's not going to happen under the Belgian presidency, but we hope that we have the Hungarians on board as well. They've noticed the visibility of this subject, because also women can vote, so if they have the women on their side, then they also have more votes. So, well, if that helps, we have to completely play on that as well. So we hope to set targets based on that and increase as we go to the next high-level summit in 5 years in the Security Council, because the EU is always saying, just like Germany and many other states, it's really important, but then we don't do our own homework. Let me... Thank you very much. Let me have one follow-up question. First, I apologize if I created the wrong impression that you are representing the EU here. But you do know the EU from inside and outside. So I still will pose the question. Somebody yesterday, either it was Barbara Lochbieler or Katharina Leinonen, said very clearly that implementing Resolution 1325 is not something of free choice of the EU member countries anymore, but it's a, quote, legal obligation. So if this is true, my question is, what can those countries who are the most progressive one on that, and you mentioned some, what could they possibly do to put pressure on others? I mean, we just in the last 2 days experienced that a certain country, starting from an absolute minority country, 2 out of 27, pretty much pushed through its national interest. I'm talking about Merkel and Sarkozy and what they achieved at the summit on a completely different issue, which was important for them. So what could Sweden and the other progressive ones actually do to increase pressure on those who are
not so progressive, and what could potentially the EU Commission do? Actually, we're in very close contact with the Commission as well. And so one really point of entry is the External Action Service that is about to be put in place. We really try to push together Belgium, Netherlands, Sweden, even Ireland and so on, to push to say, this is a great opportunity. Half of the people in the External Action Service should be women. And well, the whole problem is with the External Action Service is that it's secondments by national states. So if the member states don't send women, well, then External Action Service will not have any women. So, and then, well, then Sweden said, okay, then we'll only send women. So it balances out, but and then Sweden and the Netherlands are always the same countries, and now Belgium to some extent as well, and a few other states, to send their gender experts for the European Union missions, for the NATO missions, and so on. And now Sweden said, okay, it's always us. Now let someone else take and fill the gap. And they provide training and so on. So there is more a peer pressure within the EU because, okay, there's a legal obligation. So we will start by pushing forward this training, but really legal obligation, that's not like we're going to put sanctions on an EU member state. Pourquoi pas? Why not? Why not? Well, we wouldn't mind, but you will never find a critical majority to push this through. Not on this issue. Barbara Lochbieler, noch mit einigen konkreten... Barbara, Entschuldigung. You really should change the names a little bit. Sie, ja. Ich bin die Barbara. Ja, gut. Also, Frau Gräfin Unmüßig, noch ein paar konkrete Forderungen. Du bist frech. Nein, das... Allererstes. Ich meine, die konkreten Forderungen, die liegen auf dem Tisch, was erstmal die Umsetzung von 1325 angeht. Und ich kann mich nur ermuntert und ermutigt fühlen durch solche Frauen wie Sie, Frau Nies, oder natürlich auch über Barbara und Kerstin, die überall an ihren Orten für die Umsetzung von 1325 und natürlich auch den anderen Resolutionen, die sollten wir jetzt immer mitdenken, vorantreiben. Und wenn ich die Nachricht richtig gehört habe, die mir Ute vorher gesagt hat, war, dass der aus dem Auswärtigen Amt anwesende Herr Fitschen am Donnerstag hier rausgegangen ist und gesagt hat, dann kriegen Sie halt Ihren nationalen Aktionsplan. Ich kann nur sagen, wenn wir nicht fortgesetzt politischen Druck aufrechterhalten, um für diesen nationalen Aktionsplan mit sehr konkreten Benchmarks und so weiter weiter vorantreiben, dann ja, dann wird es ihn nicht geben. Das ist so. Und ich kann auch nur unterstreichen, habe ich ja auch getan, öffentlich, dass ich es natürlich wichtig finde, dass Deutschland als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat in den nächsten 2 Jahren von uns zur Rechenschaft gezogen werden muss, inwiefern sie im Kontext der gendersensiven Außen- und Sicherheitspolitik Fortschritte erzielen. Das bezieht sich eben nicht nur auf 1325, sondern überhaupt auf unseren Zugang, eine geschlechtersensitive Außen- und Sicherheitspolitik voranzutreiben und dafür auch diesen Sitz zu nutzen. Weil, wenn es keine Vorbilder gibt und ausgerechnet Deutschland dann auch noch als Vorbild ausfällt, dann frage ich mich, wie eigentlich andere Regierungen, die absolut keinen politischen Willen haben, 1325 umzusetzen, gerade auch im Süden. Wo soll denn dann bitte der politische Wille herkommen? Man muss beispielhaft vorangehen, um andere davon zu überzeugen, dass es Sinn macht und einen Unterschied macht, ob ich Geschlechterperspektiven in Außen- und Sicherheitspolitik mit einbeziehe. Und ich glaube auch, und da möchte ich auch verweisen auf unsere Aufgabe hier selbst, auch als Heinrich-Böll-Stiftung, auch als Frauen und Männer, die hier im Raum sitzen und unsere Tagung besucht haben. Wir brauchen ein besseres Netzwerk von interventionsfähigen Akteuren, die diesen politischen Druck erzeugen. Und wir sind schwach, das müssen wir einfach auch mal konstatieren. Wir mischen uns nämlich nicht ein, genug und lautstark, wenn es international zu Massenvergewaltigungen und anderen Grausamkeiten kommt. Wir müssen viel schlagfähiger sein und dann sind wir eben auch dabei, dass wir sehr, sehr wenige Ressourcen haben.
ja, in unseren Friedensaktivistinnen-Netzwerken. Und da geht es mir auch darum, das würde ich mir auch wünschen, dass noch viel mehr auch Entwicklungsorganisationen und andere Organisationen sich mit Sicherheitspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik und geschlechtersensibler Außen- und Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Und da gibt es zu wenige Verbündete. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Und wir sind auch unterausgestattet finanziell. Der Frauensicherheitsrat hat kaum Ressourcen. Wir als Heinrich-Böll-Stiftung können welche dazu tun, aber das ist nicht genügend. Wir haben viel zu wenige Verbündete gefunden in den letzten Jahren, die diese Arbeit politisch und auch finanziell, weil Politik machen kostet auch manchmal, wenn auch nicht nur, aber manchmal Geld. Da sind wir nicht vorangekommen, wie ich mir das wünsche. So, das ist der erste Punkt, den ich auch zur Diskussion stellen möchte. Wir sind, glaube ich, wegen des 10. Geburtstags von 1325, das sagte ich auch schon in der Eröffnungsrede, haben wir eine Situation erlebt, wo es diesen Wettbewerb, ja, den Wettbewerb gab, zu zeigen, dass man doch bereit ist, ein Stück weit 1325 umzusetzen. Und ich garantiere, wenn wir unseren Druck nicht aufrechterhalten, fallen wir ab übermorgen wieder ins Loch, weil alle gerade so weitermachen. Wir müssen aber eine Frau wie Frau Wallström unterstützen. Wir müssen diejenigen wie Sie und Sie unterstützen. Und da kann ich nur sagen, wir müssen unsere Netzwerke besser knüpfen und einmischungsfähiger, interventionsfähiger werden. Ich würde gerne einfach auch, weil ich sehr dankbar bin für Petra, für ihre sehr, sehr gute Zusammenfassung, auch was Strategien, Methoden, Mittel, Ziele sein können. Ich würde ganz gerne die Gelegenheit nutzen zu sagen, was wir als Heinrich-Böll-Stiftung weitermachen werden. Wir werden zum Stichwort Information ganz definitiv weiter unser internationales Netzwerk nutzen. Und wir haben 28 Büros weltweit. Weiterhin, und das tun wir schon, unser Netzwerk nutzen, die verschiedenen Resolutionen in den Regionen bekannt zu machen und dort auch die Frauen- und Männernetzwerke stützen, die bereit sind, in ihren jeweiligen Ländern Druck auf die Regierung zu machen. Wir werden voraussichtlich im Januar zum ganzen Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Friedens- und Außensicherheitspolitik ein Böll-Thema auf den Markt bringen. Das drucken wir in der Regel in einer Auflage von 10.000. Das ist nicht wenig. Dazu brauchen wir aber auch Menschen, die das dann verteilen und unter Männer und Frauen bringen. Das ist eine weitere wichtige Aktivität. Wenn wir feststellen, das haben wir ja gestern Abend nur kurz gestreift auf dem Podium, dass vor allem Medien eine zentrale Verantwortung haben für auch Bilder, die transportiert werden, Frauenrechte als Rechtfertigung liefern, dann müssen wir, auch das hat Petra ja auf den Tisch gebracht, über unsere Medienstrategie nachdenken. Ich möchte sehr gerne, dass wir als Heinrich-Böll-Stiftung mit den Mainstream-Medien ja, in einen Austausch kommen, wenn es darum geht, welche Geschlechterbilder transportieren sie rund um Krieg und Frieden. Da haben wir eine Aufklärungsfunktion, eine Ausbildungsrolle zu spielen. Ich denke, das werden wir uns für 2011 auf die Agenda tun. Ich möchte hier nur sagen, also unser Pressereferat hat alles probiert, Journalisten und Journalistinnen dafür zu gewinnen, über diese Tagung zu berichten. Es ist uns so gut wie nicht gelungen, weil die Redaktionen gesagt haben, interessiert uns nicht. Na, wir haben aktive Frauen gefunden, die berichten wollten. Sie durften nicht berichten, weil es dafür keine Plätze in den Redaktionen gibt. Die einzige Zeitung, die es gemacht hat, hier haben wir natürlich auch zwei wichtige Unterstützerinnen mit Ute und Andreas, war die Tageszeitung. Hä? Ja, können wir ja auch wunderbar dann auch weiter wieder zurückmelden an diese Zeitung. Es ist, dennoch sollten wir erstmal gutieren, dass sie überhaupt was gebracht hat zum ganzen Thema. Sonst Fehlanzeige. Wir haben FR, Berliner Zeitung. Ich kann euch gar nicht sagen, was wir unternommen haben. Es ist nicht geglückt. Und deswegen gehört zu unserem unser Strategiedenken, muss dieses Thema auf den Tisch. Wie ändern wir Medienberichterstattung? Wie ändern wir auch den Transport von Bildern, wie wir sie ja gut genug kennen? Frauen als Opfer, Frauen nicht als Akteurinnen. Und ich sag mal, gerade der Journalismus hat eine Verantwortung für das, was wir gestern Abend Embedded Feminism genannt haben.
Das Dritte, was ich sagen möchte, Analyse vertiefen. Es ist schon seit längerem eine Idee, dass wir in der Heinrich-Böll-Stiftung endlich eine Recherche dazu machen, wie eben genau militärische Interventionen mit Frauenrechten und Kampf gegen sexualisierte Gewalt begründet wird. Ich habe gesagt, es gibt wahnsinnig wenig Studien dazu. Auch das, fände ich, wäre ein Beitrag, was die Analyse angeht. Und zusammenfassend, wir werden als Stiftung weiterarbeiten bei der Verbreitung des Wissens, bei der Arbeit um Bewusstwerdungsprozesse für eine gendersensible Außen- und Sicherheitspolitik. Wir werden vor allem auch zu diesem Maskulinitätsthema sehr intensiv nächstes Jahr weiterarbeiten und eben alles tun, um im Networking und in der Ressourcenausstattung der Arbeit von Männern und Frauen zu diesem Thema voranzukommen. Kerstin Müller. Achso, Petra erst, Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Ist das an? Ja. Ich möchte ganz gern noch zwei Aspekte reinbringen und vielleicht ein bisschen mal Bedenkenträgerin sein, sowohl was den Ansatz von Women, Peace and Security als auch die Forderung nationaler Aktionsplan betrifft. Die Gefahr besteht sicher hier nicht im Raum, aber ich glaube, was du vorgelesen hast vom NATO-Generalsekretär, macht das deutlich. Bei beiden Sachen gibt es die Gefahr, dass das formalisiert wird und von den ursprünglichen Approach und der ursprünglichen Intention wegkommt. Nämlich, dass sozusagen diese, ich sag mal, Modewelle oder dieses Commitment von Gender Mainstreaming genutzt wird, um eine zutiefst patriarchale, hierarchische Struktur, nämlich das Militär, sozusagen mit einem wunderbaren, modernen, trendy Anstrich zu versehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stückchen eine Aufgabe von uns, diese Ebene weiter zu kommunizieren. Natürlich geht es jetzt nicht darum, haut den Lukas und nun zu sagen, das ist alles Bullshit, was die von sich gegeben haben, denn eigentlich ist es das, was wir auch gefordert haben. Aber wir wissen ja, dass sozusagen von dem Military Approach, der eben ein urpatriarchaler ist, nicht abgegangen wird in der gegenwärtigen und auch in der zukünftigen NATO-Strategie. Das zum einen, und genauso finde ich das wichtig, also im Hinblick jetzt auf die deutsche Debatte mit dem nationalen Aktionsplan, wenn dann im Auswärtigen Amt der sozusagen der Punkt erreicht ist, dass der Druck von unserer Seite so groß ist und da was kommt, dann ist die Frage, wenn das eine Anreihung ist, so ähnlich wie bei den Reports, bei den offiziellen, wirklich nur von Phänomenen und wir nach wie vor keine systematische Strategie haben für ein Engendering von Peace and Security Policy, dann ist das ein Riesenproblem. Das sind, glaube ich, die beiden Fallen, auf die wir achten müssen. Ganz kurz nur, dann kommt Kerstin Müller dran. Wäre es nicht eine Idee zu sagen, Böll-Stiftung, Sicherheitsrat und andere Interessierte schreiben einfach mal einen Schattenaktionsbericht für die Bundesregierung, so wie das zu anderen Themen Menschenrechte ja auch geschehen ist? Haben wir doch. Also, ja, aber einen, der auch so daherkommt und sagt, so tut, ne? Gut. Also als Frauensicherheitsrat haben wir beständig sowohl den Shadow Report gemacht, jedes Mal, wenn das nötig war, als auch, als wir eigentlich angefangen haben, schon haben wir Eckpunkte für den nationalen Aktionsplan benannt. Aber das wird kontinuierlich auch erneuert dann natürlich, klar. Kerstin. Also der dritte Umsetzungsbericht der Bundesregierung, der sollte ja eigentlich diese Woche kommen. Wir haben da nochmal nachgefragt, es kommt ja vielleicht nächste Woche. Aber ich habe da nicht so große Hoffnung. Ich glaube, dass der wieder so eine einfach Ansammlung von Einzelprojekten wird. Nicht? Also weit entfernt von einem nationalen Aktionsplan mit klaren Zielvorgaben. Zum Beispiel orientiert an den Indikatoren, die würden ja eben genannt als eine Methode. Das müsste man ja umsetzen in einem nationalen Aktionsplan. Was sind unsere Indikatoren und so weiter. Also selbst wenn Herr Fitschen, der mit mir die erste Veranstaltung 1325 überhaupt damals im Amt organisiert hat, zu sagen, da noch halbwegs offen für ist, für diese Frage, wenn das von der politischen Ebene nicht kommt, ja, dass der Außenminister und die Vizeaußenministerinnen sagen, this is an issue und this issue is important, ja, also das muss jetzt hier auf die Tagesordnung, dann wird das auch nicht passieren, nicht? Und ich meine, das sind die, die sitzen im EU-Rat, das sind die, die die Politik auf die Kommission machen, das sind die, die bei der UNO dann sitzen und letztlich dafür sorgen müssen, dass es auch umgesetzt wird. Also da bin ich, das
einfach wie die Abläufe sind und wie da Politik funktioniert, das muss eingespeist werden. Ich wollte nochmal zur Ebene der Europäischen Union kommen, weil Sie dargestellt haben, was Sie jetzt versuchen zu einem kleinen Fortschritten. Also das eine ist viel zu wenig weibliches Personal in Brüssel und in den Delegationen, in den Friedensmissionen im Feld. Aber sozusagen auch sozusagen strategisch konzeptionell fehlt es ja. Ich will dort aus meiner Arbeit, also da nochmal das Beispiel Kongo geben. Da gibt es eine sogenannte Sicherheitssektorreform. Das ist ja, glaube ich, hier auch in einem der Panels diese Region angesprochen worden. Da macht die EU bzw. Deutschland auch ganz, ganz bisschen, ja, EUSEC. EUSEC und EUPOL, wie es heißt. Nicht? Da spielt die Umsetzung 1325 keine Rolle. Und geht es nicht darum, ist da jetzt eine Frau unten in dieser Operation, wäre auch nicht schlecht. Es geht aber auch darum, ob da nun Mann oder Frau sozusagen, wie werden denn die politischen Forderungen, die Implikationen, was heißt das jetzt für einen Friedensprozess und eine Friedensperspektive für diese Region, die werden dann nicht einbezogen in die Sicherheitssektorreform. Wenn man das nicht macht, jetzt mache ich nochmal da den Bogen. Ich komme gerade von einer Reise, die durch Afrika ging, die sich mit dem Aspekt zivile Krisenprävention insbesondere befasst hat, war ich in Sierra Leone auch, wo es eine Peace-Building-Mission der Vereinten Nationen jetzt gibt. Wenn man das aber nicht macht, das heißt, die Sicherheitssektorreform, gerade in so einer Region wie Kongo, wo man meines Erachtens keine Friedensperspektive entwickeln kann, sagen, ohne den Gender-Approach zu haben, wie soll das gehen, wenn das eines der Hauptthemen ist, wird man auch nicht diese MONUC-Mission überführen können in zum Beispiel eine friedensbildende Friedensaufbaumission, was zurzeit diskutiert wird, weil das ist ja eines der Kernelemente aus meiner Sicht. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, ich will das nur als Beispiel nehmen, nicht? Da läuft also ganz fundamental etwas schief, nicht? Es geht also nicht nur darum, natürlich müssen wir auch Frauen in die Missionen bekommen, aber wir müssen sozusagen, also die Trainings, das Gender Mainstreaming, um die Indikatoren, um die Sensibilität für die Lage und dann die entsprechenden Strategien gehen. Und das findet eben nicht statt. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Es gibt, und diese Forderung will ich jetzt hier nochmal, das ist auch eine Konsequenz aus dieser jüngsten Reise. Bei den Friedensmissionen und der künftigen Politik meines Erachtens wird dieses konzeptionelle Geschichte zivile Friedensaufbau, Peacebuilding-Missionen in der Zukunft eine große Rolle spielen. Da gibt es etwas, wo es generell ein Defizit gibt, das sind sozusagen Personalpools für Zivile in diesen Missionen. Also Beispiel Afrikanische Union, bauen eben gerade die Standby-Forces auf für sämtliche Missionen, Krisen in Afrika. Drei Zivile gibt es da gerade, Mann. Das heißt, man steht ganz am Anfang des Aufbaus, der Ausbildung des Aufbaus von Zivilen, geschweige denn, dass man noch nicht bei einem Pool ist. Und das, finde ich, ist eine ungeheure Chance, also ist auch eine Chance, weil meines Erachtens müsste man diese Frage, diese Geschichte, Forderung der 1325 und Folgeresolution, wenn das jetzt passiert bei der Afrikanischen Union, ich war im Kofi Annan Peacekeeping Center, sehr fortschrittlich, großartige Sachen, wo Polizisten für Missionen ausgebildet werden. Jetzt zum Beispiel die UNAMID-Darfur-Mission. Auch Polizistinnen. Ja, aber das ist immer noch in den Kinderschuhen. Es sind wenige, die ausgebildet werden. Also da systematisch in den Aufbau dieser Pools, in den Aufbau dieser zivilen Missionen, das hat sich die EU theoretisch ja vorgenommen, beschlossen ist es ja, das systematisch jetzt da die 1325, das wäre für mich nochmal so eine Forderung, die sehr konkret ist und meines Erachtens gibt es noch, also bevor der Zug abgefahren ist, ja, gibt es da jetzt echt die Chance, da nochmal reinzukommen. Wir diskutieren das mit unserem ZIF, also in Deutschland haben wir ja da einen Ansatz, das Zentrum für internationale Friedenseinsätze, die Leiterin war auch mit auf dieser Reise und die haben natürlich solche Bausteine schon mehr wie 2 Stunden als das, was sie jetzt da durchsetzen. Also die Deutschen, die entsandt werden von uns in USZE, Wahlbeobachtung und so, da sind wir ein bisschen weiter, aber das systematisch zu machen und jetzt auch zu verankern, das ist von mir noch mal so ein Punkt, auf den ich aufmerksam machen wollte. Vielen Dank, Herr Semmler. Ich
öffne die Diskussion ins Plenum, aber Entschuldigung, Katrin ist noch. Bitte. I'm sorry, if you allow me just to... Yes, absolutely, sorry. Add some, just some comments. First of all, on the Walikale incident in DRC, we've had extensive political will to go into the research of what really happened there. So we know that there was a patrol from the Munich passing through this village while these atrocities were going on, but no one saw something. So how can you not see what is going on if 200 women are getting raped and also some boys? Because there indeed is a lack of training to see early warning. And again, especially with the UN DPKO, it's really difficult to say something about the troop contributing countries. Which country wants to send their troops to the East Congo? It's not a European country. It's Nigeria, it's India, and so on. The people don't even speak the language. How can they communicate with the people if there are hardly any interpreters, and if the interpreters are male? So that's already like a really huge problem. So there is a will now to do something about it, but we're by far not there. And if there is no real mix of countries that are willing to train other countries who have no training at all on these issues, it's going to take another 100 years, or it's maybe never going to happen. So the second thing is on Germany and a national action plan. I actually had the similar conversation like we have now 3-4 years ago in Belgium, before Belgium was member of the Security Council. And the same as with Germany, Belgium said, but actually we don't really need a national action plan. There's already so much we do. And well, we're also friends of the Resolution 1325. And well, we don't really see a point. But then we're a member of the Security Council, and the Parliament and the civil society pushed so much for it. They organized a petition, and we had 500,000 signatures in Belgium. Wow. That means for Belgium, it's 1 in 20 people who signed this. So it could be an idea, a Facebook group or whatever, to form a critical mass to push the government for a national action plan. We had a few members of parliament, so it could be an idea for you to constantly ask questions to the Ministry of Defense and the Ministry of Foreign Affairs. Where is national action plan? Where is this national action plan? You're a member of the Security Council. Well, we don't see anything. But then the whole tricky part comes that quantity is... Belgium's national action plan isn't perfect either. We don't have a specific budget to implement it, but we have a law on gender budgeting and a law on gender mainstreaming. So that also really helps to push things forward. And again, we had the same arguments like, we don't really need it, and it's not that bad, and you know there are women and so on, until you really start to collect the data and you see that only 8% of our ambassadors are women, that we don't have any general in the army that is a woman. Now we have one, just also symbolically. So it really helps once you have done this national action plan and your own indicators to notice that actually it is that bad. And we're not just complaining and being the nagging woman that we don't have a right, but you see it in the data. And it's indeed a legal obligation to do something about it. So again, this helped, for especially for the diplomatic service, to revise the recruitment altogether. So they did an exam, and it takes 1 year to do the whole procedure of the different exams. And so only 5 years ago, 80% of the people who passed this exam were men. They did a study on why is it that women are not passing this exam. Like, even the majority of the students in university are female for the moment. So they revised it all together, and now there's actually more women passing the exam than men. So it's just a question of maybe looking at the gender perspective of the recruitment already. So that also helped to set targets, and now we have the Ministry of Defense trying to apply the same kind of structure. And then just one last point about NATO. I know there's really a lot of skepticism, and rightly so. But again, it's a composition of states. So if Germany, for example, doesn't send people who believe in this, it's not going to form a critical mass within NATO either. So again, we have the advantage that we're just across the street from NATO. Yeah.
So we've sent the Belgian colonel, female, and she's now in charge of the gender units for NATO, and she's also being like, oh, how come NATO doesn't have this? We should have this because it's a legal obligation. And so, again, it's really difficult, but you can be a mosquito in a room and, yeah, you can still make the difference. So. Thank you very much. Und 500.000 Unterschriften in Belgien ist 4,5 Millionen bei uns. Nur mal so, um die Herausforderung klar zu machen. So, jetzt öffne ich zum zweiten Mal die Diskussion. Ute Schäub hatte sich schon gemeldet und dann habe ich hier vorne 2, 3, 4. Bitte. Schnapp dir, ach so. Dann ja. Hier geht der Henschel und dahin. Dankeschön. Den Satz möchte ich gerne in Vision News aufnehmen. mit dem Moskito darf ich. Eine Sache wollte ich noch verstärken von Petra. Ich denke, es gibt wirklich eine Gefahr mit der NATO oder dem Militär generell, also mit dieser patriarchalischen Struktur. Es gibt die Gefahr des Missbrauchs von 1325. Wir haben darüber noch nicht gesprochen hier. Und ich war neulich ziemlich geschockt, in einer Podiumsdiskussion zu sein von der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo Frauen von WISE versammelt waren, also Women in International Security, die 1325, also vor allem zwei Damen aus dem Pentagon und aus der US Army haben da geredet und sie haben eigentlich 1325 eigentlich nur benutzt als Instrument für ihre militärische Karriere. Das darf es nicht sein. Das finde ich hochproblematisch. Das möchte ich doch nochmal auch sehr betonen. Ja, danke schön auch für die Anregung, auch für die mutmachenden Anregungen mit der Unterschriftenliste, weil hier in Deutschland haben wir ja angestoßen durch den Deutschen Frauensicherheitsrat so ein Bündnis 1325 und wir haben nämlich genau überlegt, dass wir versuchen, nochmal auf diese Art und Weise auch die Regierung unter Druck zu setzen, indem wir wirklich massenhaft Unterschriften sammeln. Ich wollte jetzt nochmal, weil ich denke, dieses ein Moskito macht einen Unterschied, nur wie kriegen wir den Moskito in den Raum? Manchmal ist es gar nicht so einfach. Und da gibt es für mich und leider hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, wir hatten kürzlich über EU und Perspektiven in der Friedens- und Sicherheitspolitik, auch der EU, eine Konferenz. Da saßen 4 Männer auf dem Podium. Einer davon war ein parlamentarischer Vertreter von den Grünen, Friedhof Schmidt. Und es ging über geostrategische Perspektiven der EU und kein Wort zu 1325, obwohl am selben Tag UN-Resolution 1325 im Parlament verhandelt wurde. Daraufhin habe ich gefragt, wie das eingebunden wurde. Da war auf einmal richtig Stille, das war erstaunlich. Und dann hat Friedhof Schmidt gesagt, ja, da zeigt sich, gerade weil es auch um NATO-Strategien ging, dass bei der NATO da auch noch viel Nachdenken notwendig ist. Dann war jetzt letzte Woche von den Grünen, der Grünen-Fraktion, die NATO-Konferenz. Da ging es auch um alle möglichen Perspektiven der NATO. Kein Wort zu 1325 bei den Grünen. Du warst nicht da, Kerstin. Nur wir haben da deutlich, also da gibt es ja auch den Gap zwischen den aktiven Männern und Frauen, auch bei den Grünen, oft auch in der Heinrich-Böll-Stiftung. Wie kriegen wir das hin? Was für Strategien? Frage ich dich natürlich auch, hast du da und wie können wir natürlich dich auch unterstützen oder alle, die aktiv in dem Bereich sind? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, da nochmal hinzugucken, wie pushen wir das? Und jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, Frau Denise, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gesagt, also diese 2 Stunden Gender Trainings, man muss vorsichtig anfangen, sonst kriegt man gar nichts durch. Ist es nicht eher so, also eine andere Strategie wäre, mehr zu fordern, nämlich die Länder als Vorbild zu nehmen, wo schon was realisiert ist und zu sagen, das ist der Maßstab, da wollen wir hin und dann hat man noch Verhandlungsmasse. Sie können nachher drauf antworten. Dankeschön. Es gab ja im August eine Einladung vom Auswärtigen Amt an einige NGOs. Ich war auch eingeladen. Und da saß dann ein Vertreter vom deutschen Militär mit am Tisch, der sagte, wir machen kein Gender Training, das machen ja die Schweden.
Also nur mal, um es ganz realistisch zu sagen, welche Einstellung auch bei uns da vorherrscht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, mich anschließen an, was Petra Bless gesagt hat, Gitti Ute Scheub, Gitti Henschel. Man muss sehr aufpassen, wenn man die Formulierung Security Policy leichtfertig übernimmt, immer wieder, ohne immer Peace and Security gleichzeitig zu sagen. Auch europäische Außen- und Sicherheitspolitik übernehmen wir auch leicht, wenn wir über die Resolution 1325 und ihre Umsetzung sprechen. Das ist es aber nicht. Sondern diese Resolution heißt Women, Peace and Security. Das heißt, Frieden gehört dazu. Und um Frieden zu erreichen, habe ich ganz andere Strategien als die NATO dick und fett irgendwo zu etablieren. Also dieser ganze Bereich der zivilen Friedensschaffung, Peacebuilding, ist ja da gar nicht mit drin, in dem Papier natürlich, was Sie als NATO-Perspektive vorgelesen haben. Ich denke auch, da hat jemand sehr, sehr gute Presse- und Lobbyarbeit gemacht. Unsere Worte sind uns ja aus dem Mund genommen. Also einfach der Hinweis, wir dürfen nie von Security Policy sprechen. Schon sind wir in den ganzen Militärstrukturen, sondern Peace and Security. Und ich habe auch Probleme mit Gender Mainstreaming im Zusammenhang mit der Resolution und ihrer Umsetzung. Wenn Women verloren geht, wir haben jetzt die Abteilung in den Vereinten Nationen, Women in the UN, nicht umsonst. Weil mit Gender, also nicht nur, dass es minimiert wird, sondern es wird auch stärker noch abgelehnt, denke ich. War das dahinter eine Meldung? Ja, genau. Thank you. Good morning, everybody. I was not planning to make an intervention, but I think I should. So I am Dr. Alenka Verbolem. I have been working in gender issues for 25 years as scientist, academic, but also as a trainer and a person who has over 18 years of working experience with UN and OSCE. So I look at these issues from many different perspectives. And maybe perhaps discussion here was a bit one-sided, two-sided, three-sided, let's say. And I can bring you a view from a woman who works in the field, who works in the mission, who works with people on the ground. And of course, at the same time, has also benefit of analytical and conceptual frameworks. I would invite all of you, especially those of you who are in a position to visit the field missions, both of OSCE and of course the EU missions in the field, and to see how this looks on the ground. So of course, you should know that most of the people working in the missions are seconded by their governments. We are talking about civil servants. We are not talking about gender experts. We are not talking about experts dealing with the community issues. These are not people who studied the languages and so on and so on. First thing. It is up to you as an individual how much you want to learn about the environment you work in. Most people receive training in their home countries, though I hear that the EU case is a little bit different. Each country should by default have a training for people who are deployed to the missions. Then when you start your work, you receive additional training by the organization you are working for. OSCE as such has included gender training. Of course, we are talking about 2 hours gender training. And I can tell you that, of course, this is not sufficient. And I think that EU and all the member states should be pushing for this more strong. Because within 2 hours, you can raise a concept or two. Of course, many people working in the missions, men and women, are gender sensitive, and there is some excellent stuff. But overall, we cannot expect that these people will be gender sensitive, because even an average civilian who is not involved in these issues is not. And I've seen that as a trainer all over the world. So you need time to train people in gender. It's important to increase further awareness everywhere, not only in countries which are, let's say, starting the battle for gender sensitivity. So many, many issues. And gender advisors are a great thing. But in most missions, you don't have gender programs. They don't really deal with gender issues. There is no money. Even you have focal points. A colleague of mine just started to work in Kosovo recently for EU. And it's a hard battle, believe me. So our mission in Albania is one of the few missions that actually has a gender and civil society program, which is quite rare. So all those who are in position to
debate, dialogue with your governments should use the opportunity to do so, because this is also one way of getting there. So I think what should be one of the main conclusions of this event is also the importance of strengthening the dialogue with the government and relevant institutions, rather just to being, let's say, on the side saying, okay, this doesn't work, this work, this doesn't work, fine, okay, but there is a need for pressure and there is a need for very concrete recommendations. Thank you. Thank you. Barbara Lochbieler. So, thank you. I'm the Member of Parliament and I was quite harsh yesterday in criticizing that the EU is not doing too much, and I will continue to say this, but why? I mean, I encourage you to continue to be a strong mosquito, but when you said it's important that we have a new external action service, and this service will functioning well in the EU delegations on the spot, but also in Brussels, the negotiations between the Parliament and Lady Ashton were extremely difficult. And at the beginning, her proposals didn't mention human rights, didn't mention gender mainstreaming, and now we have a little bit more on the paper, but still we lack concrete commitments on crisis prevention. So I think that is an uphill battle, and I don't know where the confidence should come from at the moment if the leadership of this service, and I'm not against her as a person, I think also the advisors are responsible for producing papers who have not the minimum reference to these core values of the European Union. Where should the confidence come from that they will really have do it themselves? A second question is, and that is, was very encouraging and is new to me, that you say you have inside knowledge that the Vice President, Lady Ashton, will appoint a special rapporteur on sexual violence. Because in an exchange in the Parliament, when she was asked what exactly will be her priorities in the field of human rights, she was not very precise. She says she will start a review on how the human rights strategy of the EU is delivering output. Actually, from her staff, I know that she, perhaps they told us, because it was a demand from an NGO seminar in March, that this having a special rapporteur like the UN is not possible. But I would suggest, or if you could explain where you base this from. And you said the common security and defense policy, it's very important to have training and so on. The Committee on Human Rights of the Parliament, they commissioned a study which is not open, and I just read the executive summary. But they say there is a clear lack of regularly include into the planning the gender and all the dimensions on the 1325. And that it is sometimes happening is basically the initiative of staff. It's not the leadership and the systematic approach. And fourth, as you are from Belgium, I assume you have a lot of experience with the situation in Congo, there will be the European African Summit under the presidency of Belgium. And the Parliament has adopted a resolution on the mass rapes in Congo. And as said, the knowledge is there about the army and who is responsible for what. Will your presidency take an initiative that this will come on the agenda there? Because we see that it will take place in Libya. The African governments themselves, I think, are not so keen to push for that. And actually, I have to say, I listened to Mr. Rasmussen under the Spanish presidency, because there was a big tohuwabohu in Brussels. Madeleine Albright was there, the vice president of Spain. I forgot her name, I have to say. She made it her personal commitment to work on 3025, Madame Wallström and Rasmussen. And at that time, he couldn't give such a differentiated speech as he can deliver now, but he had a Swedish soldier with him and gave her the floor, and she spoke clearly how she could have access to village women in Afghanistan and how this was successful in fighting the enemy. So on this, but as was Petra said, I think if you have on this level a debate with Madeleine Albright, the Vice President, the NATO General, of course there is only
Women, female leadership in military policy. The other aspects, it's not easy to get in. And always with the goal to make the fighting more efficient, as Rasmussen put it 4 times. Ich habe jetzt noch Eva Quistop identifiziert gehabt als Meldung. Das kommt jetzt noch. Ja, Leute, da müssen wir uns verständigen, dass wir noch 10 Minuten dranhängen und die allen euren Hunger noch ein bisschen domestiziert. Ja, dann nehme ich die beiden noch dran, aber haltet euch bitte knapp und nicht Dinge wiederholen, weil wir ja nochmal hier reagieren müssen. Eva zunächst, dann hier im Grünen und da hinten. Ja. Eva Quistop aus der alten Frauenfriedensbewegung der 80er Jahre, die Resolution 1325 angestoßen und in Realität gebracht hat. Andererseits bin ich eine Vorgängerin von Barbara Lochbieler und bin ihr sehr dankbar, wie konkret und präzise sie die Handlungsfelder jetzt in und ums Europaparlament aufgezeigt hat. Und ich würde auch, um den Beitrag von Ute und Heide aufzunehmen, ein gewisses Misstrauen, was aus diesem Erfolg der Frauenfriedensbewegung sozusagen jetzt durch verschiedene Institutionen oder auch Medien gemacht wird, verstärken. Aber nicht, um zu sagen, es ist kein wichtiges Instrument oder es ist nichts mehr rausgekommen, sondern eigentlich, um unsere eigenen Handlungsfelder doch auch nochmal genauer zu beschreiben. Und ich denke, da wäre das eine Handlungsfeld genau um das Netzwerk, was Barbara Lochbieler jetzt ja auch mit dem Frauenfriedensworkshop im März in Brüssel verstärkt und wo wir weiterarbeiten werden. Dann denke ich, ist das Netzwerk um die Böll-Stiftung herum, so wie Barbara es beschrieben hat. Und dann, Kerstin, würde ich denken, weil ich auch eine ehemalige bin und Petra ja auch eine ehemalige Parlamentarierin ist, ob wir nicht gerade in dem Feld, und ich würde es auch eben das Feld der Frauenfriedenspolitik nennen, die sich dann in verschiedene Aspekte, natürlich auch Stellungnahmen zur Sicherheitspolitik wahrnimmt, aber das Feld ist das Feld der Frauenfriedenspolitik mit verschiedenen Agentinnen. Ob wir nicht auch einen Freundeskreis parallel zu dem der Regierungen machen von ehemaligen und aktiven Parlamentarierinnen, wo man sozusagen auch die Netzwerke, die es offiziell ja von Parlamentsstrukturen gibt, nutzen könnte. Ich glaube, schwedische Parlamentarierinnen haben das auch schon mal versucht und dass wir damit die Basisnetzwerke mit den Parlamentariernetzwerken verknüpfen und gegenseitig verstärken. Ein Punkt ist jetzt ein bisschen für mich weggerutscht. Hinter der sexuellen Gewalt steckt ja sehr stark Waffen, Drogen und Frauenhandel. Und ich finde, auch wenn das explizit nicht in der Resolution steht, sollten wir uns als Frauenfriedensnetzwerk und als Frauenfriedenspolitikerin doch, für mich ist es ehrlich gesagt wichtiger, dass wir unsere eigenen Studien und unsere eigenen Kampagnen gegen Kleinwaffenhandel, Drogen und Frauenhandel haben, als dass ich jetzt noch der NATO beibringe, wie viele Soldatinnen oder Generälinnen sie einstellt. Das ist nicht meine Hauptaufgabe und auch nicht mein Hauptinteresse. Ob wir nicht schärfer trennen, dass wir erstmal die Kampagne führen, dass Frauen in Wiederaufbau und in Verhinderung von Krieg und Gewalt in ihren Strukturen gestärkt werden. Bitte. Ja, im grünen Pullover, wenn ich das sage. Entschuldigung. Ist an. Achso. Ja, das kommt mir sehr zu Pass. Eva Quistop, ich bin Renate Meyer-Braun aus Bremen. Ich wollte nämlich auch fragen im Anschluss an diesen Herrn Rasmussen, ob das eigentlich sinnvoll ist, dass wir dieses Militär, dass wir fordern mehr Frauen ins Militär. Also es ist doch eine Forderung der Linkspartei und meiner, ich bin in der SPD, die ist gespalten, ob wir nicht überhaupt da rausziehen sollten. Was soll das Militär? Das hat keinen Frieden da gebracht und jetzt fordern wir mehr Frauen da rein. Also ich finde das höchst fraglich, ob Soldatinnen menschlicheren Krieg führen. Das ist ein Krieg, der da geführt wird. Und was wollen wir da mit Frauen? Wir wollen Frieden, aber wir wollen kein Militär feminisieren. Das bringt meiner Meinung nach nichts. Jetzt allerletzte da hinten bitte. Da vorne. Ja. Hallo, ich bin jetzt mal die Stimme des Volkes, insofern zugeben, dass ich bis vor einem Jahr noch nichts von 1325 gehört habe. Das mache ich nicht, weil ich stolz darauf bin, so blöd zu sein, sondern einfach, um repräsentativ zu sagen, dass selbst ich, die sich seit Jahren mit Politik, mit gesellschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt, intensiv beschäftigt, über diese Zahl, allerdings auch als Internetsurferin, nicht gestolpert bin. Meine Anregung, es ist, also ich lese wirklich mindestens hier Zeitungen am Tag, wirklich nur im Internet, das zugegebenermaßen, aber dieses Thema ist ausgeblendet.
Aus eigener Erfahrung heraus ist es aber auch so, dass selbst die MDGs im normalen Volk, in Anführungsstrichen, um jetzt also generell zu sprechen, nicht bekannt sind. Es fehlt also nicht nur die Transformation oder der Transport nach oben, sondern es fehlt auch der nach unten. Das heißt, die vertikale Linie aufzumachen, wie bringt man überhaupt diese Informationen, die hier so als Expertisen gesammelt sind, in ein Volk hinein, um überhaupt so eine kritische Masse irgendwann mal zu bilden. Und da einfach die Anregung, wenn Bündnisse, dass wir dann eben auch versuchen, so mehr Öffentlichkeitsarbeit da mit einzubeziehen. Danke. Vielen Dank. Es gab konkrete Fragen nach dem Sicherheitsbegriff mehrfach. Es gab Fragen nach dem Begriff Gender Mainstream, ob der so günstig ist. Es gab die sehr konkrete Frage, ob es richtig ist, darauf zu drängen, mehr Frauen, weibliches Personal in den militärischen Strukturen. Ich habe wahrgenommen, die meisten Fragen gingen an Sie, deswegen fangen Sie bitte an und dann gehen wir hier nochmal rum. Thank you. Well, I wrote a few things down. So on the dialogue African Union and EU and whether we will put the Walikale incident on the agenda. We've tried already 4 times and the African Union has always sent us back the new draft without this issue on. Now we try a different strategy and we just say human rights dialogue. So they cannot be against this too much, even that they try to water it down just a little bit. But the African Union actually doesn't have so much leverage yet on human rights issues and certainly not women's rights issues. Also for Belgium, it's actually quite sensitive to really push this in DRC. Because as soon as we say something, it's like, oh, you're trying to colonize us again and so on. So it's a bit difficult to be conditioned in that sense. But we try, especially by supporting financially and politically local women's organizations in DRC. The special rapporteur or special representative, it's not on sexual violence if it's going to be there at the EU level, but on 1325 in general, so women, peace and security. Actually, I know this because she said it out of her own words when we organized the conference in Brussels. I had a dinner with her and Mrs. Wallström, and Mrs. Wallström was saying that it's absolute disgrace if that EU doesn't have someone appointed like that and so on. So she said it, she will look into matters. But the whole problem with Mrs. Ashton is that she's just top of the iceberg and she's also only dependent on what member states give her. She has a budget that can cover 12 people in her cabinet. So she has 12 people advising her on everything. Everything in the world, human rights, arms, specific conflicts, development cooperation, you name it, she has 12 people. This is by far insufficient. We have one focal person for everything that's multilateral. OSCE, NATO, UN, it's absolutely impossible that this one person, and then has no background whatsoever, she just happened to know Mrs. Ashton, that we work with this person to really push this agenda. So it is a budget matter. And again, there is a bit, it depends on the member state. Belgium is quite pro-European, so we don't mind that much giving money to the European Union. But you know, there is this whole trend to be against European Union, and now we have the financial crisis and so on. So it is a matter of budget. So also the External Action Service, it will be a tough discussion on budgets, and so just to have a budget for a person like that, this can be actually something to do, to discuss in the European Parliament as well. And actually, again, we're just trying to bring in mosquitoes. We seconded our formal, the person who was a human rights coordinator in Belgium beforehand. She's now advisor in the European Parliament for the human rights unit there. So we know a person that can put things on the agenda. So how to get the mosquito in the room is actually really try to look for an ally that is your mosquito. So as now Germany is going to be in the Security Council, go to the Foreign Office, ask for an appointment, put different things on the agenda, things that they cannot be against, human rights in general and so on. Imagine if you put that in the press. Oh, we asked for a dialogue on human rights in the Security Council and they refused the meeting. They cannot afford
to have this bad image. So in the meanwhile, it gives you a foot between the door and you can try to put things on the agenda. And well, you can maybe, it's a great opportunity. That's what civil society in Belgium did. They organized a civil society group, also a shadow group while Belgium was in the Security Council, and to have monthly updates. So we would give me them a monthly briefing of what was on going to be on the agenda in the month to come and what we could do to push the different things and raise different issues. And again, on mainstreaming, 1325 is not every month on the agenda, but you have Darfur, you have Ivory Coast and so on. So it's really a matter of mainstreaming. And so it's not easy, but again, when we were a member of the Security Council, we managed to get in the sanctions committee for the DRC specific sanctions on sexual violence. So it is not completely impossible, you just have to try to get the foot between the door. So on trafficking and arms trade and so on, this is really mainstreaming, and this is why you need a national action plan. So I tried to work, being coordinator of the Belgian National Action Plan, I have a focal point in every single unit. And every ministry that is involved, interior, migration, justice, home affairs, defense, development cooperation, every unit has a different focal point on gender. And so every month we have an update on the implementation of our National Action Plan, and we do a tour on how this implementation is going. And the focal points have to say, this is what we've done, and actually, and so on, there's something happening. And so there's negotiations now going on a new arms trade treaty. So we really have it in a Belgian point of view that there will be no arms traded to a country that has all this sexual violence and has human rights violations. Belgium is the only country in the world that has this in the law, that we don't trade arms with countries as the DRC. And Belgium has a huge arms industry, so it's actually really biting into our own neck. So, and then again, we have now a commitment as well from the police that if there is a sell, or we sell arms, for example, now to the Philippines, they ordered this massive containers of all different sorts of arms, supposedly for the police service in the Philippines. So we're sending along a number of police officers to make sure that these arms are really used in the police forces and that are not being sold or lost along the way, or stolen, as they sometimes call it. And I wonder if I covered everything. Yeah. Thank you very much. Kerstin Müller. Also ich möchte noch mal auf diese Frage oder dieses Thema jetzt eingehen. Wir sprechen von Friedens- und Sicherheitspolitik. Und da möchte ich sagen, dass mir beides wichtig ist. Also, weil jetzt gab es so ein paar Beiträge. Was sollen wir uns denn darüber unterhalten, was da dann im Militär oder in der Bundeswehr, und das würde ja übertragen auch bei den Peacekeeping-Missionen, weil das ist ja jetzt nicht unser Problem, ob da auch demnächst Frauen Karriere machen. Also sozusagen den letzten Satz würde ich ja auch noch unterschreiben, nicht? Also mehr Frauen im Militär machen nicht den Unterschied, also den wir politisch fordern. Aber dann kommt mein ganz, ganz großes Aber, nicht? Es wird weiter Friedensmissionen geben, und ich gehöre auch zu denen, die zum Beispiel für Darfur, also ich war eine der ersten, die überhaupt im Sicherheitsrat damals als Staatsministerin über ethnische Vertreibungen in Darfur und Tschad berichtet hat, und eine der ersten, also jetzt auf der politischen Ebene, ja, damals in Europa, die NGOs haben das schon gefordert, aber mit denen zusammen eine Kampagne gemacht hat, gefordert hat, dass es eine UNO-Mission in Darfur gibt. Ich sage das hier sehr deutlich, das ist ein anderes Thema, was man an einer anderen Stelle diskutieren muss, aber ich gehöre nicht zu denen. Ich meine, dass eine sozusagen Menschenrechtspolitik zahnlos ist, wenn sie nicht das auch letztlich sagen als Instrument hat, ja, Völkermord und anderes sozusagen zu stoppen, notfalls eben auch mit Militär. Also das bekenne ich. Selbst wenn man das nicht teilt, wenn man diese Auffassung nicht teilt und meint, dass das alles
nicht zu fordern sei, gebe ich doch zu bedenken, es wird diese Peacekeeping-Missionen weiter geben. Es wird UN-mandatierte NATO-Missionen geben. Es wird weiter Bundeswehrsoldaten in diesen Missionen geben. Und ob da nun mehr Frauen bei sind oder nicht, der wichtige Punkt ist doch, dass wenn Bundeswehrsoldaten zum Beispiel in den Kongo geschickt werden, wie vor den Wahlen, wenn Bundeswehrsoldaten jetzt über 5000 inzwischen nach Afghanistan geschickt werden, ich möchte, ja, dass sie entsprechend der 1325 und der Folgeresolutionen, dass sie dann wenigstens sozusagen getrained, ausgebildet und so weiter sind und nicht sozusagen genderblind, ja, sind noch auf anderen Augen wahrscheinlich blind und deshalb gibt es ja diese ganze Debatte, aber genderblind in diese Missionen gehen, ja, weil das hat sozusagen verursacht quasi dann auch nochmal zusätzliche Probleme, mit denen man sich dann wieder beim Aufbau dann dieser Postkonfliktgesellschaften beschäftigen muss. Also deshalb Frieden und Sicherheit. Es geht um Frieden und Sicherheitspolitik. Und wir müssen meines Erachtens dafür, und das diskutieren wir jetzt ja auch schon seit Jahren, ich kann mich erinnern, vor 4 Jahren haben wir da auch mal mit dem Frauensicherheitsrat auf einer Podiumsdiskussion gesessen und damals schon gesagt, wir müssen natürlich diskutieren auch mit dem NATO-Headquarter, wenn sie jetzt die Strategie diskutieren, wo ist denn die Umsetzung der 1325 und nicht unter dem Aspekt, ob mehr Frauen in Führungspositionen kommen, sondern was machen sie denn? Wie setzen sie denn bei der Ausbildung, wenn sie ihre Soldaten nach Afghanistan schicken, was leisten sie denn da? Was bringen denn die Truppenstellerländer? Nichts. Und das muss doch unsere Forderung sein, dass das passiert, dass sie entsprechend wenigstens ausgebildet werden. Also da bin ich möglicherweise anderer Meinung als einige das hier sagen. Und ich finde auch, dass wir hier in Deutschland mit der Bundeswehrakademie und auch mit der Bundeswehr dieses Thema zum Thema machen sollen. In meiner Vorstellung hat ein nationaler Aktionsplan sozusagen auch ein Kapitel, unter anderem natürlich, wie denn die Bundeswehr entsprechend 1325 ausgebildet, geschult und so weiter wird, wenn sie denn entsandt wird. Weil ich gehöre nicht zu denen, die meinen, vielleicht wird man sie irgendwann nicht mehr brauchen, aber ich sehe zurzeit nicht die Zeichen so stehen und die Krisenentwicklungen dementsprechend, dass das jetzt angesagt ist, sondern angesagt ist eben, damit reinzugehen. Weil wenn wir das nicht machen, wird es eben nicht passieren. Ja? Und wenn man sich die 1325 anschaut, ist das ja auch, und die Folgeresolution ist das ja auch ein Teil dieser Forderungen. Ich dann zu dieser Frage Unterschriftenaktionen, sowas nochmal zu machen und Druck auf die Bundesregierung im Hinblick eines nationalen Aktionsplans zu machen, das finde ich eigentlich eine gute Idee, obwohl wir die 4 Millionen heftig, aber wer weiß, über Facebook haben wir da jetzt doch schon einige Erfahrungen gemacht. Immer kam eben auch nochmal diese Idee, möglicherweise gibt es sie auch schon, wir haben ja bei dieser Forderung Frauen in DAX-Unternehmen und Aktiengesellschaften haben ja Frauen überhaupt mal einfach angefangen, einen eigenen Personalpool ins Netz zu stellen und zu sagen, ihr sagt immer, es gibt die qualifizierten Frauen nicht, hier sind sie. Für die Forderung der Personalpools, und jetzt rede ich einfach nur von dem zivilen Teil auch der Mission, nicht? Auch das ging mir so ein bisschen unter. Ich meine, wenn man heute UN-Missionen hat, das sind ja keine, das sind ja nur zum Teil Militärmissionen. Die haben einen großen Teil einfach an zivilem Anteil, an Polizistinnen, an Rechtsberaterinnen und Beratern, an denjenigen, die für Flüchtlinge zuständig sind, für Reintegration und so weiter. Also das sind ja Multitasking-Operationen. Und dass man einfach zeigt, Frau zeigt, dass wir hier, dass es diese Frauen gibt, dass es diese kompetenten Frauen gäbe, die in diesen zivilen Teilen auch dieser Missionen zur Verfügung stehen würden, nicht? Weil diese Personalpools werden jetzt aufgebaut und ich meine jetzt mal wirklich nur den zivilen Teil, nicht? Justizsystem im Kongo, ganz konkret. Wer macht das? Wer berät da? EUSEC, EUPOL, wer macht das? Wer berät da? Da wird es nämlich super konkret und da wird es dann auch sozusagen unmittelbar für die Frauen und Mädchen, die betroffen sind, konkret. Petra Blessner? Nicht? Dann hat das letzte Wort, wie häufig in diesem Saale, Barbara Unmüßig, bitte. Ja, warum lacht ihr jetzt alle? Ja, es ist doch so. Sie hat mich aber gefragt, ob ich das letzte Wort habe. So ist es. Ich habe Gitti Henschel gefragt, ob sie das letzte Wort haben wollte. Das hat sie an mich abgetreten und ich danke ihr dafür ganz außerordentlich.
zwei, drei inhaltliche Punkte und dann werde ich tatsächlich das letzte Wort haben, ganz genau. Für uns als Stiftung möchte ich nochmal aufgreifen, dass wir, was Kerstin gesagt hat, dass wir mit unserem Standort in Addis Abeba, wo die Afrikanische Union sitzt, unsere Arbeit dort intensivieren werden, um vor allem mit einer Geschlechterperspektive auf die Sicherheits- und Friedenspolitik der Afrikanischen Union zu blicken und dort auch mehr zu tun im Sinne genau dessen, was du gesagt hast, was kann man eigentlich über 1325 versuchen zu erreichen, dass die Standby-Missionen und der Personalpool für diese Missionen dann vielleicht auch mit einem anderen Blickwinkel, mit einer anderen geschlechtersensibleren, sage ich jetzt mal, also das, der Weg ist lang, hinkommen. Das Zweite, ich denke schon, dass wir als Stiftung für uns zu Recht reklamieren können, dass wir immer versuchen, unsere Geschlechterperspektive auch in wichtige andere Themenbereiche hineinzubekommen. Und da möchte ich nochmal Evas Punkt aufgreifen zur transnational organisierten Kriminalität. Wir werden nächstes Jahr im Juni eine große Konferenz machen zur Rolle der transnational organisierten Kriminalität, weil sich eben feststellen lässt, dass Drogenhandel, Frauenhandel, Kinderhandel, Organhandel, Waffenhandel fast alle die gleichen Routen international nutzen, ja, also auch die verschiedenen Länder, die verschiedenen Gewaltkartelle, Mafiakartelle involviert sind. Das nur schon mal als vorab eine Ankündigung, wie wir versuchen eben auf verschiedensten Ebenen mit Gewaltfragen, mit Sicherheitsfragen, mit auch Gewaltexzessen, wie wir sie in Mexiko und vielen anderen Ländern erleben, wie wir das als Stiftung aufgreifen werden. Und das nehme ich jetzt ganz stark mit hier aus, jetzt auch vor allem auch nochmal aus der Schlussrunde. Ich teile völlig, dass ein nationaler Aktionsplan, wenn er einfach nur hingewischt wird, um eine Pflicht zu erfüllen, uns keinen Schritt weiterbringt. Und ich glaube, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, jetzt nochmal dafür zu sorgen, ich nenne es jetzt mal, obwohl ich das Wort nicht so mag, jetzt nochmal mit einem Blueprint oder mit einem nationalen Aktionsplan aufzuschlagen, der unserer ist. Ja, von dem wir sagen, das ist er, das wollen wir, das ist unsere Geschlechterperspektive, das ist unsere Form der Umsetzung von Resolution 1325. Ich kann hier einfach nur sagen, ich bin, denke ich, da mit Gitti und Henning im GWI einer Meinung, dass wir da auch Ressourcen reintun sollten, dass es einen solchen Blueprint geben soll oder so ein exemplarisches, und alle sind herzlich eingeladen, mit uns dann das auch zu diskutieren. Da freue ich mich drauf. Ich denke, das wäre auch ein sehr schönes Projekt jetzt für den Frauensicherheitsrat im Nachgang auch zu dieser Konferenz. Und ich glaube, wir haben unser Bestes getan, um zum 10. Geburtstag dieser Resolution Öffentlichkeit herzustellen, unsere Interventionsfähigkeit zu verbessern, und dafür war auch diese Konferenz gedacht. Sie ist aber ja nicht die einzige Aktivität. Ich sagte es schon, es gibt viele andere Aktivitäten, die wir auch als Stiftung weitertreiben, die viele andere Akteure und Akteurinnen im Raum weitertreiben. Und ich habe jetzt nichts anderes als die, glaube ich, auch schöne Aufgabe, Dankeschön zu sagen. Dankeschön für all diejenigen, die zum Gelingen dieser Konferenz beigetragen haben. Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen Referentinnen und Referenten, bei allen Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmern und bei allen Moderatoren und Moderatorinnen. Ich finde, die haben alle einen großen Applaus verdient. Ich bin sehr, sehr, glaube ich, sehr zufrieden auch mit den inhaltlichen Ergebnissen, die wir auf dieser Konferenz haben gewinnen können. Ich bin Petra sehr dankbar für ihre sehr, sehr gute Zusammenfassung, weil die uns auch einfach hilft, nachzuschauen, weiterzuarbeiten, die Stichworte aufzugreifen, um die es in Zukunft geht. Ein großes Dankeschön geht nochmal, das hat Gitti heute Morgen schon gemacht, aber nochmal an die Übersetzerinnen. Vielen, vielen Dank.
ohne Kommunikation ist eine Konferenz, die mit internationalen Gästen hier stattfindet, gar nichts. Und diese Transformation sozusagen oder diese Transmission hat, glaube ich, sehr, sehr gut geklappt. Dann hat diese Konferenz wie immer unglaublich viele Unterstützerinnen und Unterstützer auf allen Ebenen. Ich glaube, es ist alles sehr, sehr reibungslos gelaufen. Alles hat geklappt, außer, das ist jetzt unsere eigene Schuld, dass wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen verkochtes Essen bekommen. Aber ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die uns geholfen haben, vom Earphones verteilen, von Schildern auf den Tisch stellen, von die Listen ausfüllen, von Protokolle schreiben und so weiter, ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Es trägt zur Atmosphäre bei, wenn alles reibungslos läuft. Und ich glaube, niemand verärgert ist, weil dies oder jenes nicht klappt. Falls das doch passiert sein sollte, Entschuldigung von dieser Stelle. Aber ansonsten, ich wünsche Ihnen, dass Sie von dieser Konferenz nach Hause gehen mit einem guten Gefühl, mit Kraft für die weitere Arbeit, sich empowered fühlen. Machen Sie weiter da, wo Sie können, im Parlament, auf der lokalen Ebene, in den Netzwerken. Erstmal dafür Tschüss und auf Wiedersehen. Und einige von Ihnen möchten wir, das ist jetzt die Gefahr, auf jeden Fall wieder begrüßen um 16.30 Uhr, wenn es um die Ehrung von Amika und Owen geht. Wir wissen, dass es jetzt ein bisschen gefährlich ist, dass wir früher mit dieser Podiumsdiskussion zu Ende sind. Aber bitte, bitte sind Sie bei dieser Ehrung von zwei wichtigen Organisationen, Friedensakteurinnen, hier um 16.30 Uhr. Ich weiß, ja, 16.30 Uhr hier. Einige von Ihnen möchten sich ja sowieso auch noch zu Netzwerk treffen. Das gilt zum Beispiel für die Heinrich-Böll-Stiftung Gender-Koordinatorinnen nutzen. Da haben wir jetzt etwas Zeit geschaffen. Aber bitte, bitte bleiben Sie dann oder kommen Sie wieder so herum um 16.30 Uhr zur Ehrung. Jetzt aber erstmal Dankeschön. Die Konferenz ist damit offiziell beendet. Gutes Essen, guten Appetit, gute Heimfahrt, schönes Wochenende und so weiter.